Und ich begrüße heute Abend alle zu einem Webinar mit Ingo Dachwitz hier neben mir von Netzpolitik.org aus Berlin. Einen schönen guten Abend allen, die heute da sind und alle, die auch zuschauen und sich nachher natürlich auch die Aufzeichnung anschauen. Ja, Ingo Dachwitz, der wird uns nachher mit ins Gespräch nehmen darüber, wie sich denn Politik, Demokratie durch Digitalisierung auch verändert und was so aktuelle Themen im Bereich der Netzpolitik auch sind. Zuvor, wie bei jedem Webinar, der Hinweis, der Wunsch, ja, sprechen Sie oder sprecht einfach mit. Das soll kein frontaler Vortrag werden. Also ich hoffe, dass wir so ein bisschen in die Diskussion mit reinkommen. Vielleicht dann einfach, wenn ihr Lust habt, über den Chat könnt ihr Fragen stellen. Ihr könnt euch aber auch per Video oder per Audio auch einfach mit dazuschalten, dass wir nachher in die Diskussion kommen. Gut, ja, Ingo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im hessischen Internet. Die Einladung. Netzpolitik.org, was ist das? Was machst du da? Genau, ich kann mich einmal kurz vorstellen. Ich habe Genau. einfach mal ein paar Folien mitgebracht, also nicht viele, keine Sorge. Ich habe verstanden, dass es sehr dialogisch sein soll hier oder angedacht ist. Das finde ich gut. Ich habe aber zur Einstellung, zur Vorstellung habe ich ein paar Folien dabei und zwei, drei Thesen, um in das Thema einzusteigen. Und weil ich sie eben schon habe, aus anderen Kontexten eben auch so drei, vier, zwei Folien zum Einstieg. Was ist überhaupt Netzpolitik.org und wer bin eigentlich ich? Genau, erstmal ganz kurz zur Person. Mein Name ist Ingo Dachwitz. Ich bin Medien- und Kommunikationswissenschaftler, habe einen Master in Medien und politischer Kommunikation aus Berlin, arbeite als politischer Journalist bei Netzpolitik.org und wenn die Zeit es zulässt und die Gesundheit, ich habe gerade eine Mandelentzündung hinter mir, arbeite ich als freier Berater, Moderator und Speaker. Habe auch einen Hintergrund in der evangelischen Kirche und Jugend, deshalb freue ich mich natürlich über die Einladung hier der EKHN, war bis 2014 bei der Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend ehrenamtlich tätig. Jugendarbeit und Jugendpolitik gemacht, saß als Jugenddelegierter in der EKD-Synode bis 2017 und bin noch in der sozialethischen Kammer der EKD als Mitglied aktiv. Genau. Politischer Journalist bei Netzpolitik.org. Was heißt das? Was machen wir? Netzpolitik.org ist das, was wir immer noch einen Blog nennen. Es ist ein Online-Medium, ein rein online stattfindendes Medium, das in diesem Jahr 15-jähriges Geburtstag gefeiert hat tatsächlich. Im Jahr 2004 ist Netzpolitik.org gegründet worden als privates Blog von Markus Beckedahl, der damals angefangen hat, zu der Zeit, als eben Blogs aufkamen. Es kam damals noch keine sozialen Medien, noch keine sozialen Netzwerke. Und wenn man was ins Internet stellen wollte, sich mitteilen wollte, dann hat man das am besten in der Form eines Blogs gemacht. Das kam eben so Anfang der Nullerjahre auf. Und der hat eben dieses Blog Netzpolitik.org gegründet, erstmal um alles zu sammeln, was sich um Internet und Politik dreht, weil er festgestellt hat, okay, das, was wir heute Digitalisierung nennen, damals eben das Thema Internet kam in den klassischen Medien kaum vor. Deshalb hat er gesagt, okay, schafft er eine Plattform, um einerseits Informationen zu sammeln, auch Links auf Medienberichterstattung zu sammeln, aber eben auch selber dann zu schreiben. Und heute sind wir eben ein zivilgesellschaftliches Online-Medium, so würde ich es beschreiben. Wir machen eben Journalismus mit Haltung. Wir sagen nicht, wir machen neutralen Journalismus, daran glauben wir nicht. Wir glauben, es gibt keinen objektiven Journalismus. Journalismus kommt immer aus einer bestimmten Perspektive. Diejenigen, die schreiben oder Journalismus machen, sind immer geprägt von etwas, sei es durch die Redaktion, in der sie arbeiten, auch wirtschaftliche Erwägungen, die dahinter stehen, aber eben auch die eigene Sozialisation, das eigene Umfeld. Und wir sagen eben, wir machen Journalismus mit Haltung und machen klar, wofür wir stehen. Wir wollen nämlich aus der digitalen Zivilgesellschaft für die digitale Zivilgesellschaft ja, Berichterstattung machen. Und die Digitalisierung aus der Perspektive von Gemeinwohl und Bürgerrechten beleuchten. Das tun wir in ganz unterschiedlichen Formaten, eigenen Recherchen, in Datenanalysen, die wir mehr und mehr machen, in Leaks. Wir veröffentlichen selber Dokumente, dann, wenn wir sie vorliegen haben, weil wir daran glauben, dass es letztendlich die Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch das Vertrauen in Berichterstattung stärkt,
wenn nicht nur Journalistinnen und Journalisten die Dokumente vorliegen haben, über die sie berichten und sagen, okay, wir haben den exklusiven Einblick, ihr müsst uns vertrauen, sondern dass eben nachvollziehbar für alle ist, alles überprüft werden kann, was wir sagen. Deshalb verlinken wir extrem viel auf die Quellen, mit denen wir arbeiten. Und wenn wir eben Dokumente vorliegen haben, die uns zugespielt werden, dann veröffentlichen wir die auch. Also genau, auch gerne geheime Dokumente. Wir machen Interviews, Erklärtexte, Podcasts, inzwischen auch relativ viele. Also in unterschiedlichen Formaten sind wir daran damit beschäftigt, die Digitalisierung aus der Perspektive von Bürgerrechten und Gemeinwohl zu beleuchten. 14 Angestellte sind es inzwischen, inklusive Studentinnen, also Werkstudis und so, nicht alle auf vollen Stellen. Außerdem gibt es ein großes Netzwerk von Freundinnen und Freunden und Freien, die uns unterstützen, ab und zu mal für uns schreiben, bloggen. Und wir sind, ja, glaube ich, Deutschlands einzige spendenfinanzierte Redaktion. Also wir leben ab wirklich zu 99,5% fast ausschließlich davon, dass unsere Leserinnen und Leser uns Geld überweisen regelmäßig und uns fördern und finanzieren. Das tun dankenswerterweise relativ viele, sodass wir eben mit 14 Leuten inzwischen arbeiten können bei netzpolitik.org. Genau, das heißt, alle unsere Inhalte, die wir veröffentlichen, sind frei im Internet, weil wir eben Journalismus für alle machen wollen. Und ich würde sagen, bevor ich weitermache, gucken wir uns das einfach mal kurz an, was, wie das eigentlich aussieht, unsere Seite, einfach nur, um mal so einen kurzen Einblick zu bekommen, was ist netzpolitik.org. Genau, so sieht sie aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn nicht, müsst ihr was sagen. Tobias? Alles gut, alles gut. Perfekt. Genau, also eine klassische Nachrichtenseite eigentlich vom Design her. So einmal kurz durchgescrollt, die aktuellen Artikel über einen UN-Bericht, der den Einsatz neuer Technologien in Sozialsystemen kritisiert. Eine unserer Mitarbeiterinnen hat das Futurium, das Zukunftsmuseum in Berlin besucht und darüber geschrieben. Und ein großes Thema momentan, die Überwachungsforderungen, die nach den Anschlägen von Halle oder nach dem Anschlag von Halle laut geworden sind und wie sie einzuordnen sind. Das sind so die aktuellen Themen. Es gibt unterschiedliche Kategorien, in denen wir Artikel veröffentlichen. Das gibt vielleicht einen ganz guten Überblick. Ich scroll mal eben runter. Datenschutz ist die erste Kategorie, das erste große Themenfeld, mit dem wir uns beschäftigen. Überwachung ist das zweite große Themenfeld, mit dem wir uns beschäftigen. Das ist auch historisch gesehen eines der großen Themen. Vor allen Dingen, was machen Geheimdienste? Und da so Licht ins Tageslicht zu bringen. Dann das Thema Netze und Infrastruktur, Breitbandausbau unter anderem. Dann das Thema Öffentlichkeit, wie das Thema mit den Themenfeldern Meinungs- und Pressefreiheit, Menschenrechte, Zensur, Whistleblowing, aber eben auch Transparenz und Open Data. Das Thema Wissen ist ein großes Thema bei uns. Also da gehört das große Thema Urheberrecht im Netz zu. Demokratie, ein Thema an sich, also digitale Wahlkämpfe, digitale politische Kommunikation, E-Government und Technologie als so Sammelkategorie, künstliche Intelligenz, Drohnen, selbstfahrende Autos, Cyborgs, Roboter und so weiter. Und dann noch der Bereich Nutzerrechte, das ist so ein bisschen Verbraucherschutz im Netz und Kultur. Genau, einfach nur, um nochmal so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen, woraus besteht unsere Arbeit? Ich habe gesagt, wir veröffentlichen Dokumente. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres gab es eine Debatte über ein Gutachten der ARD, die sich beraten haben lassen, wie sie ihre Arbeit besser framen, besser verkaufen können sozusagen in der öffentlichen Debatte. Da gab es eine große Debatte drum. Die ARD hat gesagt, sie kann das nicht veröffentlichen, das Gutachten aus urheberrechtlichen Gründen. Dann haben wir es einfach gemacht quasi und online zur Verfügung gestellt. Das Gleiche gilt beispielsweise für Verfassungsschutzgutachten zur AfD, über das Anfang des Jahres viel gesprochen wurde. Wir stellen das dann der Öffentlichkeit zur Verfügung. Genau, einfach nur mal so einen kleinen Überblick. Ja, vielen Dank erstmal so für den ersten Einblick. Das Thema ist ja auch heute, hast du schon sehr umfangreich gezeigt, womit ihr euch auch beschäftigt. Und
Netzpolitik ist in den letzten Jahren ja auch enorm gewachsen. Das Block ist ja enorm gewachsen, weil ja auch die Themen enorm gewachsen sind. Also ich kann mich noch erinnern, das hatte ich auch in unserem Vorgespräch gesagt, ich glaube, das war, wann war das, 2010, 2011, das war so ein ganz typisches Beispiel. Damals war noch der Herzog Gutenberg noch Verteidigungsminister und es kam so die Plagiatsaffäre raus. Und alleine, ich sag mal, online hat sich dann eine Masse gefunden, die eben diese Plagiatstelle in einem Wiki dann auch gesammelt haben. Und aufgrund dieser Online-Zusammenkunft ist so ein, ja, ich sag's mal, basisdemokratischer Druck entstanden, dass ein Bundesminister zurückgetreten ist. Also das fand ich als erstes so ein richtig imposantes Beispiel. Wow, das Internet bietet ein Werkzeug, um der Bevölkerung ein Stück Demokratie wieder zurückzugeben. Ja? Wie siehst du das denn und wie hat sich das in der letzten Zeit entwickelt? Genau, ich habe dazu mal drei Thesen einfach mitgebracht, damit wir eine Grundlage haben, auf der wir dann die weitere Diskussion führen können. Also dazu schalte ich nochmal eben die PowerPoint frei. Die erste These ist, dass das Internet ein großes Potenzial eben zur Demokratisierung der politischen Öffentlichkeit und der Politik eigentlich an sich mitbringt, das heute aber weniger realisiert wird, als es lange Zeit erhofft wurde. Also gerade so in den 90ern gab es ja noch die großen Hoffnungen vom Cyberspace als dem neuen, wirklich unabhängigen Raum, auch mit der Piratenpartei gerade Anfang des jetzt scheidenden Jahrzehnts ist eine Partei stark geworden, kurzfristig, die eben genau dieses Anliegen der Revitalisierung der Demokratie und des politischen Betriebes durch das Netz und durch die Methoden des Netzes nach vorne gebracht haben oder in den Vordergrund gestellt haben. Also wo liegt das Potenzial? Wir können feststellen, dass statt wenigen Publizisten und Medienschaffenden heute fast alle Menschen eigentlich am öffentlichen Diskurs teilhaben können. Also alle, die einen Internetzugang haben, können potenziell zumindest sich in eine politische Debatte einbringen. Sie haben einfache Zugänge zu Informationen, zu Wissen, aber eben auch zu Kultur und wie gesagt eben auch zu politischen Debatten. Und das bezieht sich eben nicht nur auf den Konsum beispielsweise von Wissen, sondern wenn wir an die Wikipedia beispielsweise denken oder eben die gerade von dir beschriebenen Plagiatsplattformen, auch die kooperative Herstellung von Wissen, aber auch von Kultur beispielsweise im Netz. Bekanntes oder beliebtes Beispiel sind diese Hashtag-Kampagnen oder Hashtag-Bewegungen, die sich gebildet haben. Hier im Bild ja bei mir zu sehen, die MeToo, der Hashtag MeToo, der es eben geschafft hat, die Perspektive von Menschen, die vorher nicht in der politischen Öffentlichkeit stattgefunden hat, nämlich die von Menschen, die sexuelle Gewalt erfahren haben oder sexuelle Übergriffe erfahren haben, in den politischen Diskurs zu bringen und dadurch sozusagen eine bis dahin marginalisierte Sichtweise in die Öffentlichkeit und in die öffentliche Debatte zu bringen. Das Gleiche gilt in den USA beispielsweise für die Bewegung Black Lives Matter, die sich auch unter dem Hashtag formiert und organisiert haben. Nur als Beispiele. Gleichzeitig können wir eben aber feststellen, dass die klassische Politik ziemlich resistent ist gegen diese Bewegungen, gegen dieses Potenzial bisher. Politikerinnen bleiben in den sozialen Medien meist unter sich, zeigen Studien, und interagieren höchstens noch mit anderen Politikerinnen oder mit Journalistinnen, aber reagieren kaum auf Anfragen beispielsweise von Leuten, von Bürgerinnen und Bürgern. Zumindest jetzt in den sozialen Medien klassischerweise. Ist natürlich auch die Frage, ob das wirklich das richtige Medium dafür ist, aber jedenfalls erstmal festzustellen. Bloß weil es die Möglichkeit gibt, dass alle miteinander reden und in einen Diskurs kommen, heißt es nicht, dass er stattfindet. Die Verwaltungen wehren sich gegen mehr Transparenz. Es wird gegen Whistleblower vorgegangen. Autoritäre Regime blockieren Internetseiten. Und das Urheberrecht bedroht viele Formen digitaler Kulturproduktion. Also vieles wird auch nicht realisiert von diesem Potenzial. Das ist mal der erste Punkt und die erste These. Wie hattest du dir das gedacht? Wollen wir erstmal die drei Thesen durchgehen oder wollen wir zwischendrin einfach auch mal eine Fragerunde eröffnen? Das ist nicht egal. Tatsächlich habe ich das Gefühl, ich habe jetzt relativ viel geredet und ich muss eigentlich gar nicht so viel reden. Das heißt, wenn es jetzt schon Reaktionen gibt, können wir das total gerne auch jetzt schon öffnen und ins Gespräch kommen. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal die Frage, ich sag mal, in den Zuschauerraum bieten.
Ja, These 1, Internet birgt großes Potenzial, das weniger realisiert wird, als es erhofft wird. Findet das Zustimmung, Widerworte oder gibt es generell zu dem, was Ingo gesagt hat, nochmal Ergänzungen, Rückfragen? Gehe mal gerade in die Ansicht hier wieder rein. Nee, das scheint, glaube ich, jetzt erstmal nicht zu sein. Ansonsten, wie gesagt, wenn gleich noch Rückfragen kommen, vielleicht dann einfach winken oder in den Chat rein schreiben. Dann schiebe ich die Fragen immer gerne rein und unterbreche den Ingo auch. Okay, im Haus der Kirche wird diskutiert, aber das muss nicht mit uns passieren. Dann mache ich mal eben weiter, mache die zweite These. Genau. So, wieder umschalten. Genau, die zweite These. Digitale Partizipation braucht Institutionalisierung. Also emanzipatorische Fortschritte gibt es vor allen Dingen da, wo sich stabile Organisationsformen etabliert haben. Das heißt, lange Zeit gab es ja die Idee davon, dass die Politik sich so verändert, dass alle einfach ins Gespräch kommen und es so irgendwie so eine fluide, vielleicht sogar sich selbst steuernde Form des öffentlichen Diskurses gibt. Und die Erfahrung ist, jetzt nach einigen Jahren, tatsächlich werden die größeren Fortschritte eigentlich da erzielt, wo es sich ja fast klassische Organisationen bilden oder wo es zumindest handfeste Organisationsformen, stabile Organisationsformen gibt, die eben diese Potenziale nutzbar machen. Also die Wikipedia mal als oberstes Beispiel, die es eben möglich macht, dass weltweit Menschen einerseits total einfach an Wissen kommen können und gleichzeitig total einfach an der Produktion von Wissen mitwirken können. Die entsteht nicht ohne weiteres, sondern dahinter steht mit der Wikimedia eine weltweite Organisation, die in Landes- oder regionalen Untergliederungen organisiert ist, die eben diese Form der gemeinsamen Wissensproduktion organisieren tatsächlich, die da moderieren die es geschafft haben, dafür eben ja Prozesse zu finden und zu etablieren und diese zu moderieren. Dann gibt es beispielsweise Medien, die sich gebildet haben, also Bürgermedien, Graswurzelmedien hätte man das vielleicht früher genannt. Netzpolitik.org ist da nur ein Beispiel, wo Leute jenseits der klassischen Medienlogik oder der klassischen journalistischen Arbeit aus der Perspektive von Bürgerinnen und Bürgern oder zumindest wie wir es machen, aus der Perspektive von Gemeinwohl und Bürgerrechten auf die Politik schauen und eigene Medien herstellen, also eine Medienrealität, Berichterstattung herstellen, eine Öffentlichkeit auch herstellen, jenseits der klassischen Medien. Also das Bildblog ist ein anderes bekanntes Blog oder auch Podcasts wie der von Katharina Nuckhuhn und das Denkangebot, die hier letztes Wochenende war, ganz viele Podcasts oder das Logbuch Netzpolitik, wo eben ja, Leute, die nicht in klassischen Medienhäusern arbeiten und sich an klassische Redaktionsabläufe halten müssen, trotzdem Öffentlichkeit schaffen und Berichterstattung schaffen. Oder andere Formen, die Open Knowledge Bewegung nochmal als Beispiel genannt, also eine Bewegung für offenes Wissen, die eben dafür für mehr Transparenz der öffentlichen Verwaltung und des Staats eigentlich sorgen möchte, mit einem Portal wie fragdenstaat.de, das es ermöglicht, allen Bürgerinnen und Bürgern auf ganz einfache Art und Weise ihr Recht auf Informationsfreiheitsanfragen beim Staat wahrzunehmen. Es gibt ja im Bund und in vielen Ländern auch Informationsfreiheitsgesetze, die es eben Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, inzwischen die Informationen vom Staat zu bekommen, also in Verträge einzusehen beispielsweise. Da gab es eben vor einigen Jahren so einen Paradigmenwechsel, dass eben nicht mehr alles geheim ist, sondern potenziell Bürgerinnen und Bürger erstmal alles wissen dürfen und Ausnahmen begründungspflichtig sind. Das ist aber schwer in Anspruch zu nehmen. Dafür gibt es aber so ein Tool wie Frag den Staat, mit dem eben Leute diese Anfragen nutzen können. Oder überall im Land gibt es Open Knowledge Labs, wo sich interessierte Datenwissenschaftlerinnen und so weiter zusammenfinden und mit öffentlichen Daten versuchen, Wissen zu erzeugen und herzustellen und gemeinsam daran zu arbeiten. Auch die Hashtag-Kampagnen sind nur eine,
würde ich hier auch mit einreihen, weil auch Hashtags eine gewisse Form der Organisation ja sind und die Kampagnen, die sich dahinter gebildet haben. Also die Potenziale, das ist eben die zweite These, werden vor allen Dingen da etabliert, die emanzipatorischen Potenziale, wo es eine halbwegs feste oder stetige Form der Organisation gibt. So, jetzt komme ich mal wieder zurück. Genau. Vielleicht gleich in kurzen Worten die dritte These und dann können wir nochmal in die Diskussion steigen. Okay, können wir auch machen. Dann gebe ich dir nochmal frei. Okay, die dritte These ist gleichzeitig, es hat natürlich auch Schattenseiten, ohne Frage, die digitale politische Öffentlichkeit ist anfällig für Manipulation. Das ist eine Erkenntnis, die wir, ja, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Sei es nun über Microtargeting, also die datenbasierte, zielgenaue Ansprache von Menschen mit politischen Botschaften, wie es jetzt beispielsweise Cambridge Analytica ermöglicht hat im letzten Jahr, mit detaillierten Persönlichkeitsprofilen auf Basis von Facebook-Daten, die unter anderem ja eben der Trump-Kampagne oder Trump-Unterstützern zugespielt worden sind, um Leute möglichst zielgenau mit ihren politischen Botschaften erreichen zu können. Oder konzertierte Aktionen, von denen wir vor allen Dingen wissen, dass sie in Deutschland von der neuen Rechten eingesetzt werden im Netz, um beispielsweise bestimmte Hashtags, die gerade zu trenden, mit negativen oder mit bestimmten politischen Botschaften zu befluten, um ein bestimmtes Bild der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass das Internet oder die Mehrheit des Netzes vielleicht eine bestimmte Sichtweise habe. Bis hin zu Hate Speech, die ja als Waffe eingesetzt wird, eigentlich um Menschen, bestimmte Menschengruppen zum Schweigen zu bringen, müssen wir eben feststellen, die digitale politische Öffentlichkeit ist anfällig für Manipulation und genau, insofern gibt es Möglichkeiten, die positiven Potenziale zur Demokratisierung der politischen Öffentlichkeit zu nutzen und es passiert viel und gleichzeitig gibt es eben Risiken, und ja, vor allen Dingen politische Probleme, über die wir an der Stelle sprechen müssen. Genau, das mal zu meinen drei Thesen. Frage ich direkt mal in die Runde. Gibt es dazu Fragen, Rückmeldungen? Ich bin hier gerade so am Notieren. Ich habe gleich einige. Lydia, Katrin, bei euch noch alles gut? Fantastisch. Ja, bei uns ist alles gut. Bei euch noch alles gut. Gut, wunderbar. Wenn es zu schnell geht, dann sagt einfach, dann spulen wir nochmal zurück. Genau, kein Problem. Okay. Zusammenfassend über deine drei Thesen hinweg. Transparenz ist vorhin ja auch schon öfter mal gefallen. Auch so die Plattform fragt den Staat. Was können Bürger denn jetzt heute durch die Digitalisierung, was sie, ich sag mal, vor ein paar Jahren noch nicht konnten? Also das heißt, wo liegen jetzt eigentlich so meine Nutzen? Du hast schon Frag den Staat erwähnt. Ich habe Möglichkeiten, in verschiedene Prozesse Einsicht zu bekommen, Informationseinsicht auch zu beantragen. Aber was gibt es da noch? Na, also die Grund... Also der erste Punkt ist wirklich an Informationen kommen, sich aus den unterschiedlichsten Quellen informieren. Man ist nicht mehr angewiesen nur auf, vor 60 Jahren war es ein oder waren es zwei Fernsehsender quasi und deren Redaktionen oder auf die Massenmedien, sondern man hat eben die ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, sich zu informieren. Man kann sich selbst ein Bild machen oft, also vor 2014 war es, glaube ich, als die letzten großen Proteste in Hongkong stattgefunden haben, sind die über YouTube live gestreamt worden. Da saß ich hier in Berlin an meinem Schreibtisch und habe zugeguckt, wie die Proteste in Hongkong abgelaufen sind, war sozusagen live dabei. Also man kann sich sein eigenes Bild machen an vielen Stellen. Wenn es jetzt um konkrete Werkzeuge geht, genau, würde ich auf jeden Fall Frag den Staat benennen, also die Möglichkeit, Informationsfreiheitsanfragen zu stellen. Ich bin nicht der große Fan vom Thema Online-Petitionen, aber natürlich ist das eine einfache und niedrigschwellige Form auch, oder kann es sein, eine niedrigschwellige Form, ja, eine Öffentlichkeit für etwas zu schaffen und Nachdruck zu schaffen.
Insgesamt gibt es aber keine einfachen Tools, sondern es zeigt sich eher, dass da, wo Leute sich für ein Thema interessieren und eine Öffentlichkeit dafür schaffen und sich da zusammenfinden mit anderen, dass sich da dann beispielsweise in einer Facebook-Gruppe oder ähnlichen oder vielleicht auch auf einer anderen Plattform im besten Fall, wo sich eine Gruppe zusammenfindet und zusammenarbeitet und sich eben organisiert. Wir haben jetzt beispielsweise gesehen, dass die Fridays for Future-Gruppen ganz viel zusammengearbeitet haben mit digitalen Kollaborationstools. Die haben interessanterweise in Messenger-Gruppen, WhatsApp war es bei denen, glaube ich, überwiegend sich viel abgestimmt in den Gruppen, aber haben eben auch eigene Wege der Aushandlung sozusagen, der Meinungsfindung der Kollaborativen gefunden, um Thesen zu erarbeiten oder auch ein politisches Programm zu erarbeiten, bei dem nicht immer alle auch ohne Treffen vor Ort quasi. Also Organisation, Abstimmung, Informationszugang, Transparenz, genau. Okay. Du hast vorhin erwähnt, ich sag mal, YouTube und Streaming von politischen Ereignissen. Ich habe jetzt vor kurzem Artikel vom Jörg Schieb gelesen. Da ging es auch um das Streaming bei dem Anschlag in Halle und dass er doch eher sieht, dass diese Technologie und auch das Streaming in irgendeiner Form reguliert werden muss oder sollte, weil durch die Klickzahlen und diese Suche nach Berühmtheit, Bekanntheit im Prinzip extreme Verhaltensweisen provozieren würden. Was hältst du denn davon? Also jetzt bin ich erstmal eine starke These, aber ist wahrscheinlich auch nicht so gemeint an der Stelle, dass es jetzt irgendwie einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen der Öffentlichkeit, die man durch Streaming erlangen kann, und Anschlägen. Also ich glaube, die würde es auch ohne das geben. Aber ist klar, es ist ein Muster, das man beobachten kann, nicht nur bei den islamistischen Attentätern, eigentlich bei allen Attentätern momentan, dass sie Öffentlichkeit wollen. Also ja, genau, gerade auch die Rechtsradikalen, der von Christchurch, aber auch der in Halle, dass sie Öffentlichkeit wollen und da sozusagen eine Verstärkung stattfindet. Ich glaube, es ist kaum, man muss sagen, die Plattformen machen schon extrem viel. Also die sind, es hat 30 Minuten, glaube ich, gedauert, bis der Stream jetzt aus Halle gestoppt wurde. Bei Facebook in Christchurch sind es, glaube ich, deutlich weniger Minuten noch gewesen. Da gibt es ein Problem, weil Leute dann immer wieder modifizierte Formen des Streams hochladen und das Video dann nicht verschwindet. Aber tatsächlich haben wir gerade nicht nur jetzt Christchurch, sondern auch in Halle wieder gesehen, die Videos oder Bilder und Videomitschnitte werden auch von klassischen Medien, also Boulevardmedien wie auch sogenannte Qualitätsmedien, weiterverbreitet, entweder auf deren Accounts oder auch auf deren Webseiten. Also ich glaube nicht, dass sich das Problem dadurch lösen lässt, dass man jetzt Streams verbietet. Dann frage ich dann einfach mal weiter. Also man hört ja, auch wenn eigentlich der gesunde Menschenverstand da schon dazwischen schreit, dass man da gar nicht mehr hinhören sollte, immer wieder so den Zusammenhang von, schlimmen Ereignissen und danach wird eben gefordert, also nehmen wir jetzt Beispiel wieder den Anschlag in Halle. Kurz danach kam dann auch die Forderung mit den Streams, wer sowieso schuld waren die Computerspieler, weil derjenige ja mit Ego-Shootern wieder heimlich Zielen geübt hat, dass man dann Computerspieler mehr im Visier hat, aber gar nicht so diese Themen Rechtsradikalismus, Bildung oder irgend sowas im Blick hat. Ich sehe dann Politiker in die Fernsehkameras sprechen, könnte mir in den Kopf greifen. So, und das ist jetzt ja eine ganz klare politische Situation. Was denkst du denn, was können wir denn machen, auch auf einer politischen Ebene, um unseren Unmut irgendwie, freien Lauf zu lassen? Wir können ja nicht alles in uns reinfressen und dann fangen wir nur noch an, politisch zu resignieren und zu sagen, macht doch, was ihr wollt. Geht mir erstmal, was die Beobachtung angeht, ganz genauso. Das sind Scheindebatten, die da geführt werden, weil es irgendwie vermeintlich einfache Lösungen sind und weil man ansonsten sich eingestehen müsste, dass man offenbar einen zunehmend militanten Rechtsradikalismus im Land lange Zeit irgendwie nicht wahrhaben wollte. Und da ist es dann eben doch leichter, auf Killerspiele zu schimpfen oder Streamings verbieten zu wollen.
Was kann man tun? Was mache ich? Ich tatsächlich mache es so, dass ich habe dafür einen Twitter-Account, mit dem ich mich in politische Debatten tatsächlich einschalte. Und ich suche mir dann den Hashtag, unter dem dazu diskutiert wird, und lasse dann tatsächlich meine oder sozusagen bringe mich dann da ein und äußere da auch dann meinen Unmut, wenn es passt, an der Stelle. Mein erster Gedanke wäre tatsächlich, dass man sich beispielsweise einen Hashtag sucht oder ausdenkt, unter dem man gemeinsam immer wieder, das kommt ja immer wieder, dieses Thema, unter dem man gemeinsam den Unmut sammeln kann zu so einem Thema. Ja? Also, dass man ein Hashtag bietet ja die Möglichkeit, eben Informationen oder Posts durch die Raute eben wieder auffindbar zu machen, sodass im Zweifelsfall alle Posts, die dann dazu gemacht werden, wiedergefunden werden können. Und vielleicht ergibt sich ein Momentum. Das ist natürlich immer die Hoffnung bei so Hashtag-Kampagnen, dass möglichst viele Leute damit einsteigen und das nutzen und man dann eben feststellt, okay, es ist eine große Mehrheit oder es ist eine große Anzahl von Leuten. Ich bin nicht alleine. Ich muss mich nicht alleine fühlen mit diesem Unmut und ich muss das nicht in mich hineinfressen, sondern ich sehe noch andere Leute, teilen eben diese Perspektive. Und die kommt zwar nicht vor in den klassischen Medien, wobei kommt sie natürlich durchaus auch. Es gibt ja auch Kommentare in journalistischen Medien oder eben auf netzpolitik.org, wo diese Perspektive vorkommt. Aber das wäre mein Ansatz tatsächlich. Mhm. Vielleicht muss ich hier nochmal kurz noch zu diesem Begriff Hashtag gehen, weil der vielleicht doch einigen nicht so ganz geläufig ist. Und zwar ist damit gemeint, das findet man in diversen sozialen Medien, in Twitter, aber auch bei Facebook, wenn vor einem Begriff das Rautezeichen steht, da wird dieser Begriff im Prinzip kategorisiert. Und wenn man dann eben da draufklickt, werden einem andere Beiträge auch dazu angezeigt. Können das jetzt hier gerade mal... Jetzt will mir jetzt hier gerade mein Tweetdeck nicht freigeben. Genau. Ach, hier ist er, richtig. So. Also das ist jetzt ein Programm von dem eben genannten Twitter und hier in dieser Spalte haben wir den Hashtag Digitale Kirche. Das heißt, alle Beiträge, ob von Menschen, mit denen ich befreundet bin oder nicht, die diesen Hashtag Digitale Kirche haben, die werden mir hier angezeigt. Und so ist es dann halt eben möglich, in diesem doch unübersichtlichen Twitter doch zielgerichtete Diskussionen auch zu führen und auch thematische Diskussionen. Ich kann natürlich darüber berichten, ich kann darüber schreiben, mich einmischen. Das macht ihr bei Netzpolitik ja auch schon öfter, was heißt nicht nur öfter, das macht ihr ja Gott sei Dank auch ständig. Erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wir sind hier ja unter uns. Bei welchen Ereignissen hat es da mal so richtig gescheppert oder wo gab es da mal nicht so positive Rückmeldungen auch von Seiten der Politik? Also ich kann mich erinnern, der Markus hängt, glaube ich, auch im Museum für Kommunikation in Frankfurt an der Wand, ne? Genau. Tatsächlich vor 4 Jahren im Sommer war es, Sommer 2015. Ich habe ja eben schon gesagt, wir veröffentlichen auch Dokumente oder eines der Grundprinzipien von netzpolitik.org ist, uns liegen die Dokumente nicht nur vor, sondern wir veröffentlichen sie auch, damit alle sich ihr eigenes Bild machen können, davon sie sich selber angucken können. Natürlich auf eine verantwortungsvolle Weise. Wir gucken, ob da irgendwie personenbezogene Daten drin stehen. Wir wollen nicht den Datenschutz verletzen, darum geht es uns nicht, sondern die werden dann geschwärzt. Und da haben wir, oder haben zwei meiner Kollegen, oder hat vor allen Dingen mein Kollege André Meister damals zusammen mit Markus Beckedahl Dokumente veröffentlicht des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die als geheim eingestuft waren, die belegt haben, dass dort eine neue Einheit aufgebaut wird zur Überwachung, zur Online-Überwachung quasi. Und daraufhin hat der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, eben sich an den Generalbundesanwalt gewandt und eine Anzeige erstattet wegen Landesverrats. Und zunächst ist nur gegen die Quelle ermittelt worden, die uns die Dokumente zugespielt hat. Und dann ist tatsächlich aber auch gegen meine beiden Kollegen damals ermittelt worden, wegen Landesverrats, also wegen journalistischer Arbeit, letztendlich der Öffentlichkeit Dokumente von großem öffentlichen Interesse zur Verfügung zu stellen. Das hat damals einen großen Aufschrei gegeben, tatsächlich medial. Es war auch im Sommerloch, müssen wir wahrscheinlich Gott sei Dank sagen,
sodass sich dann wirklich viele Leute solidarisiert haben, es Demonstrationen gab und sich auch viele Medien hinter uns gestellt haben. Genau, und dann relativ schnell das Verfahren auch wieder eingestellt wurde. Aber das ist natürlich ein Fall da, wo, und an diese Stelle kommen wir eigentlich immer wieder, dass wir irgendwie juristische Probleme bekommen, weil wir die radikale Transparenz, der wir uns verschrieben haben, natürlich nicht überall gutiert wird, nicht überall ankommt, und wir ja bisweilen eben genau und es bisweilen eben dann rechtliche Anfragen gibt. Jetzt gerade haben wir einen ganz anderen, aber auch ein rechtliches Problem an der Backe. Wir haben gemeinsam mit anderen Organisationen Klage eingereicht gegen den Hersteller von Überwachungssoftware, Finn Fischer, eine Münchner Firma, die den sogenannten Staatstrojaner herstellt, also eine Software, mit der staatliche Hacker, Strafverfolgungsbehörden sich in die Computer von Verdächtigen oder potenziellen Verdächtigen, Gefährdern einhacken können. Und diese Software ist in der Türkei gefunden worden, hinter einer App, die eigentlich Erdogan-Kritiker sich runterladen sollten, um sich gemeinsam zu organisieren. Nun ist es so, dass diese Überwachungssoftware auch Exportkontrollen unterliegt und zumindest in die Türkei nicht ohne Genehmigung der Bundesregierung hätte exportiert werden dürfen. Die Firma bestreitet das, dass sie das waren. Wir haben aber gemeinsam mit anderen Organisationen eine Klage eingereicht, zusammen mit Reporter ohne Grenzen, der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir bei netzpolitik.org haben auch diese Klage online gestellt. Und da wiederum wehren sich jetzt dann die Beklagten gegen, dass wir die Klage ins Netz gestellt haben und sind mit dem bekannten Medienrechtsanwalt Scherz und seinem Kanzleikollegen jetzt gegen uns vorgegangen. Also das gibt es immer wieder, dass wir letztendlich uns gegen rechtliche Angriffe wehren müssen. Das wäre jetzt ja auch mal so eine spannende Frage an die Anwesenden hier. So die Abwägung zwischen rechtskonformen Handlungen oder auch die Veröffentlichung von sensiblen Dokumenten. Wie seht ihr das? Wo würdet ihr dem Ingo jetzt eher Mut zu sprechen zum Weitermachen oder eher sagen, wie konntet ihr nur? Bitte, frei raus. Wir wissen, dass es auch viele gibt, die das nicht so sehen. Und wir sind auch, wir würden übrigens, das sage ich gleich nochmal davor, wir würden auch nicht sagen, der Staat muss natürlich auch Räume geben, in denen auch der Staat Dinge für sich behält. Aber solche Dokumente, wie wir sie veröffentlichen, wir wägen das meistens ab, gehören eben an die Öffentlichkeit, finden wir. Aber jetzt habe ich schon wieder geredet. Genau. Und wir sind ja unter uns. So. Was meint ihr? Ralf, was meinst du denn dazu? Ich frage dich jetzt mal direkt. Dein Mikrofon ist noch aus. So, erstmal sorry, dass ich später kam. Ja, habe also die ganze Diskussion nicht verfolgt und finde es erstmal toll, dass es Leute gibt, die sowas machen. Und ich hoffe auch, dass man nicht auf irgendeinem Moskauer Flughafen einen Asyl beantragen muss, dass es mal so weit kommt, ja. Und ich habe wirklich Mordsrespekt davor, vor solchen Leistungen. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich so mutig wäre, sowas zu machen. Aber großen Dank, dass du es machst. Danke. Gebe ich gerne an die Kollegen weiter, ja. Und ich würde uns jetzt aber nicht mit Snowden gleichstellen. Der hat nochmal, das ist schon nochmal eine andere Stufe, was der gemacht hat. Also. Ja, ja, aber wie der Wind sich ändert manchmal. Mhm. Genau. Okay, aber dem entnehme ich dann, dass Sie es tendenziell auch für richtig halten, Dokumente dann zu veröffentlichen, wenn sie von öffentlichem Interesse sind. Ja, die Frage ist ja, wer macht es denn überhaupt noch sonst, ja? Also, die werden sonst unter Verschluss gehalten und kein Mensch erfährt davon. Das ist schon schwierig, ja. Hm. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, wir brauchen da auch wieder sowas wie eine journalistische Zivilcourage und ich glaube, dass einfach auch eine gewisse Unabhängigkeit des Mediums einfach auch sehr, sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie zwischen mehreren Stühlen hockt und sich aus irgendwelchen finanziellen oder Pietätsgründen nicht traut, irgendwas zu veröffentlichen.
Fragen wir mal weiter. Studio Bergstraße, was meint ihr denn? Also ich würde ihm oder dir, ich duze dich einfach mal, Ingo, auch Mut zusprechen und dich oder deinen Kollegen oder netzpolitik.org da unterstützen wollen. Ja, wir haben gerade so scherzhaft gesagt, gut, dass es jemand macht. Also wahrscheinlich sind viele quasi dankbar, das hatte der Ralf ja auch so anklingen lassen, ja, dass Leute den Mut haben und da quasi in die Öffentlichkeit gehen und dass nicht jeder für sich selbst irgendwie ausmachen muss, sondern da doch eine gewisse Organisationsform dahinter steht, die das unterstützt und da ja, Dinge an die Öffentlichkeit bringt, die sonst keiner wissen würde oder von denen man dann ja einfach nichts weiß. Danke. Ja, danke Katrin für den Beitrag. Wenn, wie gesagt, noch was ist, schreibt das einfach auch in den Chat rein, dann gebe ich das so direkt an den Ingo weiter. Ich kann ja nochmal dazu sagen, übrigens interessanterweise, erst vor wenigen Wochen hat dann Hans-Georg Maaßen, der ja nun inzwischen nicht mehr Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz ist, auch auf ein Dokument verlinkt auf Twitter, das wir veröffentlicht haben. Da ging es nicht um den Verfassungsschutz, sondern da ging es um, das war dieses Framing-Gutachten, aber auch Maaßen, der uns eben damals ja, wegen Landesverrats angezeigt hat, weil wir Dokumente veröffentlicht haben, aus seiner Behörde, verweist dann in einem anderen Kontext, nutzt dann gerne die Dokumente, die wir veröffentlicht haben. Okay, ist auch immer alles gut zu wissen. Ja, wir hatten ja jetzt schon öfter, ich sag mal, in welcher Form wir als Gesellschaft auch von der Digitalisierung profitieren. Das ist die Transparenz vor allen Dingen. Wir haben die Möglichkeit, an Informationen zu kommen. Wir haben die Möglichkeit der Kommunikation, der Vernetzung, der Zusammenarbeit. Aber wo Licht ist, ist ja auch Schatten. Ich sag mal so, wenn es keinen Bedarf geben würde, wo ihr darüber berichtet, dann hättet ihr ja auch keine Arbeit. Wo sind denn deiner Meinung nach große, ich sag mal, Einschränkungen oder ja, Tuschierungen an die persönliche Privatsphäre, die in den letzten Jahren durch Digitalisierung gewachsen oder entstanden sind? Also das eine große Thema ist natürlich, also das, was wirklich ein Dauerbrenner ist natürlich bei uns, ist, dass ja letztendlich dadurch, dass wir diese Möglichkeiten der digitalen Kommunikation nutzen, wir eben notwendigerweise Datenspuren hinterlassen, Datenspuren erzeugen. Also ist kein Internet ohne Daten und auch beim Datenschutz geht es ja nicht darum, irgendwie Daten zu verteufeln, aber das hat natürlich Begehrlichkeiten geweckt. Also Staaten, das wissen wir wirklich nun dank Snowden schwarz auf weiß, Staatengeheimdienste nutzen eben die sozialen Medien, die inzwischen ja eben die großen Plattformen, eigentlich die zentralen Foren der digitalen Öffentlichkeit sind. Es gibt noch Blogs, es gibt noch Foren, kleine, es gibt auch noch alternative soziale Netzwerke, aber trotzdem, ein Großteil der der digitalen Öffentlichkeit findet eben statt auf den Social-Media-Plattformen, so bitter das ist. Ich würde jetzt YouTube auch mal dazu zählen, zu den sozialen Medien. Und ja, also die Daten, die dort anfallen, werden von Geheimdiensten genutzt. Und es hat sich eben das etabliert, was Shoshana Zuboff, Harvard-Ökonomin, Überwachungskapitalismus nennt. Also eine Form des Datenextraktivismus, Daten oder unser Verhalten letztendlich in Datenform ja eben aufzuzeichnen, möglichst viele Daten zu sammeln, es zu verknüpfen, zu analysieren und Vorhersagen über unser Verhalten machen zu können, um uns eben besser manipulieren zu können. In der simpelsten Form geht es darum, uns Werbung zu zeigen, uns kommunikative Impulse zu zeigen, auf die wir besonders positiv reagieren. Und in der simpelsten Form besteht das dann wirklich darin, dass wir die Werbung nochmal angezeigt bekommen von ein paar Schuhe, das wir uns vorher angeguckt haben in einem Online-Shop. Aber eben, es kann eben auch eine viel ausgefeiltere Form einnehmen, wie das sogenannte politische Microtargeting, das auch in Deutschland die Parteien mehr und mehr nutzen, nämlich die politischen Botschaften online, die man aussendet, eben zuzuspitzen, gerade im Wahlkampf, auf genaue Zielgruppen und unterschiedlichen Gruppen, beispielsweise auf unterschiedlicher Tonalität anzusprechen und auf unterschiedliche, mit unterschiedlichen Inhalten vielleicht auch. So, das ist natürlich der eine große Block.
Und der andere große Block ist, dass wir uns in einem großen Aushandlungsprozess befinden, dessen, was an Meinungsfreiheit, was ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und was nicht. Gerade die neue Rechte ist so borderline-mäßig unterwegs, ist sehr gut darin, momentan das auszuprobieren und bewusst auszutesten, wie kann sie kommunizieren, dass es gerade noch an der Grenze ist dessen, was erlaubt ist, dass es rechtlich noch gedeckt ist, aber trotzdem diese Strategie der Diskursverschiebung oder ein sozusagen nach rechts und Dinge sagbar zu machen, die eben lange Zeit als unsagbar galten. Das findet eben auch online statt. Genau, und in diesem Feld befinden wir uns. Titel von heute ist ja nicht nur Veränderung von Politik, sondern auch von Demokratie. Du hast vorhin schon, ich sag mal so, rechte Bewegungen genannt. Ich frage jetzt einfach mal so das explosionsartige Wachstum der AfD, die ja gerne so als Social-Media-Partei ja auch betrachtet wird, die ja auch sehr viel Social Media nutzt. Siehst du das als Zeichen einer anderen Art der Demokratie oder wie würdest du das bewerten? Also, wenn wir feststellen, dass oder wenn wir festgestellt haben, dass dank des Internets Menschen Zugang zur Öffentlichkeit haben und an der Öffentlichkeit teilhaben können, die das vorher nicht konnten, und wir das gut finden, wenn es sich beispielsweise um Menschen betrifft, deren Perspektive marginalisiert war, wie zum Beispiel Opfer von Polizeigewalt, People of Color in den USA oder Menschen eben, die von sexualisierter Gewalt betroffen waren unter dem Hashtag Aufschrei, dann heißt die Kehrseite eben aber auch, dass natürlich auch andere Leute, die vorher in der Öffentlichkeit marginalisiert waren, aus einem bestimmten Grund, weil man ihnen eben keine Plattform geboten hat, diese Möglichkeiten nutzen können. Das ist quasi die andere Seite der Medaille, dass immer mehr Menschen oder dass das letztendlich es eine gewisse Form der Demokratisierung der Öffentlichkeit gibt, dass fast alle daran teilhaben können. Ich würde schon sagen, dass die AfD in der Form ohne soziale Medien nicht möglich gewesen wäre, weil die extrem gut darin sind, so Erregung, also die sind eigentlich, das sieht man eben, sind am besten darin, so diese Erregungsdynamiken, die es in den sozialen Netzwerken, vor allen Dingen eben bei Facebook, aber auch bei Twitter eben gibt, auszuspielen, die auch wiederum ja ihren Ursprung darin haben, wie diese sozialen Netzwerke funktionieren. Warum belohnt Facebook beispielsweise Inhalte, skandalisierende Inhalte, Inhalte, auf die besonders viele Leute reagieren? Weil Facebooks Geschäftsmodell ist, die Aufmerksamkeit seiner Nutzerinnen und Nutzer zu vermarkten. Das heißt, die wollen, dass Leute möglichst viel online sind, dass Leute möglichst viel Interaktion haben und auch möglichst viele Datenspuren hinterlassen. Also gebe ich jetzt irgendein Like dazu oder ein zorniges Gesicht oder so zu einem Inhalt. Das sind alles Informationen, die Facebook nutzen kann, um die Aufmerksamkeit der Nutzerin besser zu vermarkten. Deshalb belohnt Facebook Inhalte, die emotionalisierend sind, die skandalisierend sind. Und das nutzt eben die AfD als Partei wie keine andere. Gleichzeitig auch da, ich würde immer davor warnen, dass man alles jetzt mit der Digitalisierung oder digitalen oder mit dem Internet erklärt. Also die AfD wäre in dieser Form auch nicht denkbar gewesen, ohne dass politische Talkshows, wie sie funktionieren, so funktionieren, wie sie funktionieren oder auch nicht funktionieren. Dass man nämlich immer wieder die Themen der AfD aufgegriffen hat, auf die Agenda genommen hat und den Akteuren der AfD, die auch da sehr geschickt agiert haben, immer wieder eine Plattform gegeben hat. Genau, tatsächlich beobachten wir, dass die AfD aber auch besonders oder die neue Rechte besonders gut darin ist, aber auch so Manipulationsmethoden zu benutzen. Also sich abzustimmen in geheimen Foren beispielsweise, um dann richtig kampagnenartig mit 20, 25 Leuten sich unter einen Post von jemandem zu gehen und da dann sozusagen negative Botschaften zu hinterlassen, beispielsweise von Politikerinnen oder auch das erleben durchaus auch mal die kirchlichen Accounts ab und zu, wenn sie irgendwie sich in der zur Flüchtlingsthematik geäußert haben, dass sie dann ziemlich organisiert wirkende Akteure darunter haben. Oder dass Hashtags beispielsweise auch wieder von politischen Talkshows
von Anne Will oder Ähnlichem gekapert werden, um dann da bestimmte politische Botschaften zu verbreiten. Die haben da wenig Hemmungen, den neuen Rechten, auch ihre Accounts, auch da wieder haben wir bei netzpolitik.org die eine oder andere Datenanalyse zu gemacht auf Twitter, dass man eben zeigen kann, viele der großen Accounts, so die sich so als klassische normale Bürger aufspielen, die sich einfach nur empörte Bürger sind, dass das auch Accounts sind, die offensichtlich von AfD-nahen Leuten oder von AfD-Mitgliedern sogar gemanagt werden, die mehrere Accounts gleichzeitig managen, die Follower einkaufen und so Methoden der Manipulation nutzen, um eben ein anderes Bild in der Öffentlichkeit herzustellen. Okay, dann frage ich jetzt mal ganz provokativ, wenn ich jetzt als Bürger schon so viele neue Freiheiten der Informationsbeschaffung habe, diese aber, ich sag mal, im schlimmsten Fall auch von populistischer Seite aus gekapert, beeinflusst und manipuliert werden und ich dann ja eigentlich in eine falsche Richtung gelenkt werde, was habe ich denn von dieser neuen Freiheit? Naja, du hast das davon, würde ich sagen, was du daraus machst am Ende. Also ich kann nur eben dazu ermuntern, die Möglichkeiten zu nutzen, sich zu informieren oder eben wirklich die Chance zu nutzen, selbst die Medien zu sein. Also ein Spruch aus der emanzipatorischen linken Medienbewegung ist ja, don't hate the media, be the media. Oder don't blame the media, be the media. Wir selbst können die Medien eben sein und ja, ich hoffe, dass wir da mit netzpolitik.org eben ein Beispiel sein können, wie man es dann mit einer gewissen Beharrlichkeit irgendwie schafft, eine Gegenöffentlichkeit oder dass es sich auch lohnt, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und an der Stelle muss ich auch sagen, würde ich auch die Kirchen in die Pflicht nehmen, unbedingt sich da viel stärker einzubringen. Und nicht so zu tun, als würden all diese, als würde all das nicht so eine große Rolle spielen, bloß weil es im Internet stattfindet. Also wenn sich irgendwie Menschen, wenn Leute sich versammeln auf der Straße und menschenfeindliche Parolen rufen, dann sind ja die Kirchenleute auch dabei, Zivilcourage zu zeigen und Widerstand zu organisieren und auch ihre Ressourcen, die sie haben, bereitzustellen, das Gemeindehaus bereitzustellen und so weiter, ihre Infrastruktur bereitzustellen. Und ich finde, das ist unbedingt eine Aufgabe für eine Kirche, die ihrer öffentlichen Verantwortung gerecht werden will und die für eine Gesellschaft da sein will, das auch eben im Digitalen zu machen und sich eben einzubringen in diese Debatten. Das heißt auch, vielleicht die eigenen Leute darin zu bestärken, wie sie sich wehren können, eigene Hashtags zu entwickeln. Die Evangelische Akademie zu Berlin hat seit 2 Jahren, glaube ich, ein ganz interessantes Projekt dazu. Netzteufel heißt das, der Teufel auch im Netz, wo es eben darum geht, tatsächlich Hate Speech aus einer christlichen Perspektive oder da, wo es aus christlicher Perspektive und mit biblischer Untermauerung funktioniert, zu analysieren und gleichzeitig kirchliche Gegennarrative oder biblische oder christliche Gegennarrative eigentlich zu entwickeln. Und das finde ich einen super Ansatz. Das auf jeden Fall. Und ich sag mal, wer den Netzteufel auch noch nicht erlebt hat, den empfehle ich einen Blick in unsere Mediathek. Der Timo war nämlich am 9. Oktober bei uns zu Gast und hat auch den Netzteufel und die Arbeit hier auch vorgestellt. Und da gebe ich dir aber vollkommen recht. Also es ist total, also eigentlich kann man ja Gesellschaft gar nicht mehr teilen in analog und digital. Und es ist eigentlich auch wirklich eine Aufgabe von der Kirche, ich sag mal, hier auch Fuß zu fassen, mitzubestimmen, was wir ja jetzt auch in diesem Projekt ja auch machen. Ich glaube, Medienkritik, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, kritisch mit den Medien umgehen. Also früher hat man ja immer gesagt, ich muss nicht alles wissen, ich muss nur wissen, wo es steht. Das sagt man heute eigentlich nicht mehr. Ich weiß ja, wo es steht, bei Google, bei YouTube, Wikipedia. Ich glaube, heute muss man wissen, wie man die Informationen, die man gefunden hat, bewertet und wie man mit ihr umgeht. Und das ist halt etwas, was wir als Gesellschaft komplett lernen müssen. Das ist auch etwas, was die Politik lernen muss und wo vor allen Dingen, ich sag mal, noch ganz, ganz viel Luft nach oben für uns alle ist. Ja, der Kreis, der wird hier langsam immer kleiner. Ralf ist noch da. Katrin und Lydia in Heppenheim, genau. Ich würde jetzt einfach mal gucken. Und noch ein paar, genau, richtig. Der Bernd und der Max sind auch noch da und noch ein paar online hier.
Habt ihr noch Rückfragen oder an den Ingo? Wir nähern uns jetzt auch so langsam dem Ende der Veranstaltung. Gibt es noch irgendwelche Anmerkungen, bevor ich den Ingo frage, wie man dann Netzpolitik noch unterstützen kann? Ingo, wie kann man Netzpolitik denn noch unterstützen? Zum einen natürlich, indem man uns liest tatsächlich und uns weiterverbreitet. Wir freuen uns über Reichweite in sozialen Medien und wenn wir weiterverbreitet werden. Es gibt ein Newsletter für diejenigen, die nicht täglich irgendwie bei uns vorbeikommen wollen, indem wir die Woche einmal zusammenfassen, die Artikel, und sich direkt bei uns auf der Startseite abonnieren. Wenn man so ein bisschen am Ball bleiben möchte, kommt jede Woche Freitag oder Samstag, aber eigentlich freitags abends. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über finanzielle Unterstützung. Ich habe schon gesagt, wir stellen alle Inhalte, die wir haben, frei ins Netz. Jeder kann uns lesen, jeder soll uns lesen können. Das gehört bei uns dazu. Es gibt keine Paywall bei uns, es gibt keine Werbung bei uns, es gibt kein Tracking bei uns. Wir verfolgen unsere Leserinnen und Leser nicht. Dafür sind wir aber eben darauf angewiesen, dass Leute uns finanziell unterstützen und spenden. Das machen dankenswerterweise einige Tausend im Jahr. Das ist super. Und es könnten aber natürlich immer noch mehr sein, weil die Themen und die Arbeit nicht weniger werden, sondern mehr werden und wir mit den Leuten, die wir haben, schon kaum hinterherkommen. Und ansonsten würde ich aber wirklich auch einfach empfehlen, sich wirklich unabhängig jetzt von netzpolitik.org, gerne auch bei uns auf der Seite in den Kommentaren, aber sich wirklich einzubringen und sich eben zu sagen, ja, also diese Form der digitalen Zivilcourage, in welcher Form es dann auch immer ist, ob es nun in Form des Einmischens in politische Debatten ist, wenn man jemandem zur Seite steht, der irgendwie von Mobbing oder Hate Speech betroffen ist, oder sich einzubringen in eine politische Debatte oder auch wirklich das eigene Recht auf Informationsfreiheit gegenüber dem Staat in Anspruch zu nehmen, für Transparenz zu sorgen und eben so ein bisschen daran mitzuarbeiten, dass das, was wir uns mal erhofft haben von der Digitalisierung, nämlich gut vernetzte Bürgerinnen und Bürger, die zusammenarbeiten und transparente Institutionen des Staates, die zur Verantwortung gezogen werden oder die verantwortungsvoll handeln, dass daran mitgewirkt wird. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Ingo, herzlichen Dank, dass du dir heute Abend hier die Zeit genommen hast. Also ich fand das einen total spannenden Einblick in eure Arbeit. Und ich muss sagen, ich habe so das Gefühl, in dem Projekt bin ich einer, der noch so mit am meisten mit profitiert durch die ganzen tollen Gespräche, die ich hier auch in den Webinaren führen darf, auch mit dem Timo und mit der Katharina und mit dir. Und also das sind so viele tolle Themen. Wenn es sonst nichts bewirken sollte, mindestens das schon. Aber ich habe ja den Eindruck, das reicht zum Glück auch noch weiter. Aber ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr schön. Genau. Und ja, euch auch danke fürs Zuschauen und fürs Mitdiskutieren. In den Smartphone-Entdecken-Webinaren geht es am kommenden Montag weiter mit den Familienfunktionen von iOS und Android. Da werfen wir nochmal so einen Blick in die unterschiedlichen Betriebssysteme. Und wen es interessiert, morgen gibt es auch nochmal ein Webinar zum Thema innovative Webinargestaltung mit dem David Rödler aus Salzburg zusammen. Ja, wie gesagt, zum Ende nochmal herzlichen Dank an alle. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis bald. Tschüss.